Bruder, wir müssen das andere Maschinengewehr holen. Und mit diesen Worten würde Wilhelm aus dem Fenster springen, auf den Boden aufschlagen und in Richtung des anderen Maschinengewehrs laufen. Ja, die Steinplatten unter die geben mal wieder nach. Oder auch der schwere Sand, der dort daneben nur noch aufgebahrt worden ist, weil das Viertel nicht immer ausgebaut ist. Aber du springst runter. Die 5 Stockwerke sind kein Problem. Deine Servos fangen das ab. Und dann läufst du hinüber. Was tun derweil die anderen? Thoral und Octavius. Bruder, ich schlage vor, wir suchen uns jetzt als erstes den General. Ich glaube, unsere Brüder räumen gerade auf. Dann sollten wir uns um den General kümmern, bevor der auf seltsame Ideen kommt. Du meinst zu den loyalen Kräften? Nein, den General der Feinde. Er muss ja irgendwo hier sein bei seinem Gestank. Den habe ich gerade erschossen. Der war das doch am an Maschinengewehr. Guck ich in die Richtung. Oh, ihr wart schneller. Beeindruckend. Ich zucke mit den Keramitschultern. Deswegen habe ich die Nase von jetzt auf gleich ein wenig weniger wahrgenommen. Nun, und dann sollten wir schauen, was unsere Verbündeten in den Blinden dort treiben. Es könnte vielleicht die feindlichen Truppen demoralisieren, wenn wir seine Leiche aus dem Fenster werfen, oder? Aus dem Fenster werfen? Wir müssen ihn einfach nur herunterwerfen. Ja, manche. Dann zeigt man, wie weit er werfen könnte. Genau, mach mal. Werf den mal den General vor die Füße. Ja, der untere Teil von ihm ist sowieso schon weggesprengt worden und liegt irgendwie als blutige Masse unten auf dem Platz, aber du kannst den restlichen Teil vom Oberkörper eben noch aufheben und dann schmeißen. Das Gewicht sind ungefähr so wenig wie viel übrig geblieben ist, ich würde sagen 20 Kilo. Ich versuche mal mit einfach mal den Körper auf die andere Seite zu werfen. Schaffe ich aber nicht. Irgendwie habe ich mich verworfen. Ja, also du nimmst den Überrest, ekelhaft triefend, wie er da ist, und dann eben blutige Schmierer an deinen Keramithandschuhen zurücklässt, aber du schmeißt, er ist zu leicht. Er ist einfach zu leicht, sodass er dann eben vom Wind nicht getragen wird, aber irgendwo nach 50 Schritt auf den Platz aufschlägt und nicht mehr die ganze Strecke bis zum nächsten Haus dann geschafft hat. Ihr könnt auch derweil erkennen, wie wohl Maschinenwehrfeuer oder das Bolterfeuer von Wilhelm von einer Seite rüber dringt und präzise Schüsse dann eben den Rest dort drüben ausschaltet. Wilhelm, Statusbericht. Ja, ich sammle gerade das zweite Gewehr ein. Habt ihr eures sichergestellt? Das können wir tun. Keine Feinde verbleiben hier. Ja, der zweite Feindtrupp scheint fliehen zu wollen. Wir müssen schauen, dass wir den letzten auch noch erwischen. Positiv. Thordal, versuch ihm zu helfen. Du bist schneller als ich mit deinem Jetpack. Positiv. Dann werde ich versuchen, auf das andere Seite hinüberzukommen. Habt ihr beide Stellungen auf eurer Seite ausgeschaltet? Das ist nur eine Stellung im Süden und die haben wir ausgeschaltet. Ja, es müsste noch eine Stellung verbleiben, Männer. Es sind 2 im Norden gewesen. Bei euch jetzt. Ja, wir. Eine noch im Nordwesten. Da gab es noch ein zweites, also was direkt daneben stand. Und dann werden wir wohl uns um die andere kümmern müssen. Ja, also ich packe das Maschinengewehr ein und gehe den normalen Weg zu Fuß die Treppe runter. Und Thordal kann ja hüpfen. Ich versuche gleich per Jetpack zu dem anderen zu kommen. Ja, ausgezeichnet. Dann bist du schon auf dem Dach und springst mit einem weiteren lauten Rucken in die Luft und fliegst hinüber, während die anderen dann auf dem Weg durch den Platz rennen. Du kannst die schweren Schritte von Wilhelm hören unter dir und landest dann oben, wo du erkennen kannst, wie ein weiterer Mensch dort steht, liegt und ein Lasergewehr in deine Richtung hält. Ein Snipergewehr. Wenn ich Feuer bin, würde ich ihn als den für mich erkennbarsten, ersten, gefährlichsten Person
versuche zu töten. Würfel mal Initiative, schauen wir mal. Er würfelt das auf Orville auch, auch wenn er nur ein normaler Mensch ist. Boah, nicht gut. Ja, da muss er, glaube ich, gar nicht gegenwerfen. Ja, okay. Dann kannst du auf alle Fälle demjenigen, der gerade das Lasergewehr ins Gesicht hält, hat noch nicht abgedrückt, deine Hand drückt zu. Die Mündung des Lasergewehrs bricht ab und dann kannst du ihm dein Kettenschwert in den Hals schlagen, sodass er da rumfällt und sein Leben ausraubt. Ja, und dann wende ich mich meinen anderen Spielgefährten zu. Ja, dein Kettenschwert zuckt in alle Richtungen und nach 30 Sekunden ist der Platz rot. Bruder, Terrasse gesichert. Ich schaue mich um, ob noch ein weiteres Abscheulichkeit meint, uns gefährlich zu werden. Wenn möglich, stell die Ausrüstung sicher. Jawohl. Guck dann einmal Richtung Maschinengewehr. Ja, das Maschinengewehr liegt da wohl auch noch, nur das Lasergewehr auf die weiten Entfernung. Ja gut, da hast du jetzt nicht dran gedacht, das hast du zerdrückt, das ist nicht mehr zu gebrauchen, der Schaft ist zerbrochen. Und aber über das Maschinengewehr wird sich sicherlich entweder Wilhelm freuen oder aber die Menschen, an die es dann gibt, weil für seine Arme ist das dann höchstwahrscheinlich nicht gemacht, da würde es dann kaputt gehen. Dann nehme ich das Maschinengewehr mit mir mit. Und schaue mich im Rest des Gebäudes auf dem Weg nach unten um, ob es noch weitere Feinde gibt. Nein, weitere Feinde wirst du nicht finden, nur viel Müll und eben die Überreste von Menschen, die seit langer Zeit hier gehaust haben, die wohl ja sicherlich seit mehreren Tagen dann hier gesessen haben und das Feuer gehalten haben. Ich versuche mal Kontakt mit dem blinden Heiligen aufzunehmen, also mit den loyalen Kräften. Da in der Mitte. Das Vox rauscht nur, auch in deinem Helm. Okay. Dann rufe ich mit meiner verstärkten Stimme der Rüstung. Hier spricht Bruder Octavius von den Ultramarines. An die loyalen Kräfte in dem blinden Hain. In dem blinden Heiligen. Wir kommen zu euch. Ja, es gibt erstmal wenig Reaktion, aber du kannst dann hören, wie Worgen die Chimäre wieder anlaufen lässt und die Chimäre dann genauso wie die anderen in Richtung der Platz der Mitte aufschließen. Und Gabriel spaziert dann wohl auch von dem ersten Gebäude aus in die Richtung. Ja, kann dann auch sehen, wie Tordal mit einem Maschinengewehr auf seinem Arm nach unten kommt und Wilhelm hat wohl ebenso eins geborgen. Ja, wunderbar, Brüder. Die werden sich ausgezeichnet eignen, um irgendwas zu befestigen. Ah, ich sehe es schon vor mir. Ah, wunderbar. Nun, dann reiche ich euch besser diese Spielzeuge der Menschen. Ja, sie sind mehr damit anfangen als ich. Ja, etwas fragil sind sie, nicht wahr? In der Tat. Vor allem dieser Stab, mit dem ich da eine erstechen wollte. Ich glaube, es war eine Laserkanone. Ja, ja, das standardisierte Lasergewehr, es ist ein Massenprodukt. Ich habe es berührt und es ist einfach zerbrochen. Es sind zwar Spielzeuge, aber trotzdem nichts, was in die Hand von Rebellen hätte gelangen sollen. Ware des Imperiums. So, ja, ihr habt völlig recht, Bruder. Nun gut, diesen Missstand haben wir beseitigt. Gibt es irgendeine Reaktion von den Truppen da in der Mitte? Ja. Ja. Wenn ihr näher kommt, könnt ihr auch es mehrmals klicken hören, wie schwere Riegel auf der Innenseite beiseite geschoben werden und dann geht die Tür leicht quietschend auf. Könnt auch wohl bemerken, wie hinter der Tür zahlreiche weitere Dinge dann befestigt worden sind. Notdürftig, um die ganzen Platten zu verstärken. Und auch die Fenster wurden wohl von innen heraus verstärkt. Irgendwelche Platten, die dagegen gehämmert worden sind, nur kleine Sichtschlitze, die man übrig gelassen hat. Und ihr könnt dann eben das Gesicht eines Offiziers erkennen. Ein ganz definitiv, so könnt ihr es erkennen, ein Mordianer mit seiner blauen Uniform, zahlreichen Orden an seiner Brust, ein Oberstleutnant.
Der tritt dann auch von der Tür hin weg, sodass ihr dann reinkommen könnt. Und wenn ihr die Tür weiter öffnet, um mit eurer massiven Gestalt reinzukommen, ihr könnt auch sehen, wie die Klappe des Chimäre aufgeht und Worgen hinterherkommt, könnt ihr dann reinkommen und in das Gesicht von oder in die Gesichter von vielen weiteren PVS-Streitkräften blicken. Viele Offiziere, die ihr erkennen könnt. Nicht alle, aber viele. Unverhältnismäßig viele. Und sie blicken sehr froh und müde, abgekämpft, erschöpft, wenn ihr dann reinkommt. Und nachdem Worgen dann hinterher geschlichen ist, wird dann auch der Oberstleutnant direkt die Tür wieder verschließen und den einzelnen Schutz dann wieder dagegen stellen, bis er sich dann vor euch hinstellt. Ich salutiere vor dieser goldbehangenen Brust. Wolf, streng deine Nase an, nicht dass uns hier irgendwo noch eine Überraschung erwartet. Dem stimme ich zu. Ich werde mich einmal meinen Sinnen wenden und mal schauen, was ist hier. Ich möchte dir auch genau mustern, ob ich irgendwelche Anzeichen von Verseuchung sehe. Nur Narben. Viele Narben, die ihr erkennen könnt. Das sind alles wohl langjährige Soldaten oder PVS-Streitkräfte, die schon die eine oder andere Schlacht mitgemacht haben. Viele sehen sehr müde aus und es riecht nur nach menschlichen Ausdünstungen, vor allem viel Schweiß. Meine Lords, schön euch zu sehen. Ich bin Oberstleutnant Gremmerich, ehemals mordianischer Soldat. Eiserne Garde, meine Lords. Mittlerweile so etwas wie im Ruhestand. Ich dachte mir, auf die letzten paar Tage kann ich mir noch eine PVS-Standarte sichern. Aber die letzten paar Tage werden wohl doch nicht mehr so ruhig, wie ich gedacht habe. Willkommen im Blinden Heiligen. Ich schlag mir die Faust ganz locker auf die Brust und nick ihm zu. Wie ist die Lage, Oberstleutnant? Nun, wir sind abgeschnitten von dem Rest der PVS. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie viel noch leben. Wir hatten vor einiger Zeit mit einigen Sergeant und Corporals noch Kontakt. Die sind allerdings auf einem der Lumpenmärkte weiter im Osten von hier. Sie haben wohl eine Funkkette gebildet. Seit einigen Tagen sind aber auch die Kommunikation dort hineingestellt. Irgendein Störsender, der sein muss. Wir wurden, wie gesagt, abgeschnitten und haben uns hier verbarrikadiert. Also, hattet ihr vorher nur Kontakt zu den Lumpenmärkten oder auch noch zu der PVS-Basis? Nun, als das losging, wir waren wohl eine der Ersten. Müssen wir zu unserer Schande gestehen. Wir hatten natürlich versucht auszubrechen, aber sämtliche Ausbruchsversuche wurden zurückgeschlagen. Sie haben direkt den Blinden Heiligen von den verschiedenen Standorten aus ins Feuervisier genommen. Sie wussten also, was sie erwartet, beziehungsweise, dass viele von den Offizieren hier drin sein würden. Das ist ein Grund, warum hier so viele von den Offizieren sind. Denn weder in der PVS-Basis noch in den anderen Stellungen hatten wir weitere Offiziere gesehen bzw. bemerkt. Nun, der Blinde Heilige ist für viele Offiziere ein langer Anlaufpunkt, seit vielen Jahren schon. Der Wirt ist nun der Ekklesiarchie verbunden und gläubige Leute trinken gerne hier. Nun, Oberstleutnant, es ist natürlich ungünstig, dass die Offiziere an einem Ort sitzen und die Truppen an einem anderen. Stimmt ihr mir zu, oder? Selbstverständlich. Wenn ihr uns richten wollt für diese Nachlässigkeit, dann soll dies euer Recht sein. Allerdings vermute ich, dass wir unterwandert worden sind. Nun, mit dem Richten, das machen wir vielleicht später noch. Aber erst einmal müssen wir einen Krieg gewinnen. Da stimme ich euch voll und ganz zu. Ich würde gerne Lordsholm so weit retten wie noch möglich. Ein Großteil eurer Truppen greift vermutlich gerade den Flughafen, den Raumhafen an. Seht ihr euch in der Lage, diese anzuführen und zum Sieg zu führen? Selbstverständlich. Wenn ihr es wünscht, werden wir direkt aufbrechen, die verschiedenen Streitkräfte von den Lumpenmärkten sammeln und uns dann den Kämpfen um Portica-Distrikt anschließen. Habt ihr Fahrzeuge hier? Leider nein. Die wurden vernichtet. Gibt es in diesem Distrikt sonst etwas, was wir vernichten sollten?
Nun, meine Herren, meine Lords, meine Engel, verzeiht. Ich habe zwar noch nie mit der Deathwatch gekämpft, aber schon mit vielen anderen Astartes-Kriegern. Ihr seid der Inquisition unterstellt, oder? Das ist streng geheim. Verzeiht. Ich wusste nur, dass vor einigen Tagen eine andere Inquisitorin hier war. Deswegen die Frage. Ich schiel nochmal zu Tordal rüber und sag über das interne Vox, schnüffel nochmal an dem. Ach, dann mache ich das nochmal. Ja, trittst näher, deine Locken, dein Bart fallen runter auf ihn und ziehst seine gewaltige Prise. Er riecht ehemals, vor ein paar Tagen hat er sich sicherlich wohl irgendwie Parfüm oder sowas aufgetragen, aber mittlerweile ist er in einer verschwitzten Uniform. Er riecht auch so ein bisschen nach Lasergeruch, also so Ozon, was so ein bisschen an ihm klebt. Und keine fremde Gensaat in ihm drin. Eine Inquisitorin soll hier gewesen sein. Warum ist sie dann nicht hier? Wenn ihr doch eben uns noch gesagt habt, dass ihr keine Chance hattet, auszubrechen. Nun, das war danach. Sie war, wie gesagt, vor einigen Tagen hier und vor 2-3 Tagen gingen die Kämpfe los. Und dann brach der Funk an. War die Inquisitorin vielleicht seltsam, besonders oder vielleicht mit irgendwas gekennzeichnet oder irgendwelche unnatürlichen Narben versehen? Nun, das wüsste ich nicht. Aber Inquisitorinnen sind immer seltsam. Ich hatte zwar noch nicht mit vielen von ihnen Kontakt, aber schon das ein oder andere Mal haben sie Männer von mir inspiziert. Das war allerdings noch auf Mordien. Nun, sie hatte viele Fragen, sagen wir so. Und sie hatte auch keine Geheimhaltung mehr. Sie hat offen ihre Inquisitionsrosette gezeigt oder ihren Rosarius und wollte wissen, was wir zur Fabrika wissen. Wir haben ihr alles gesagt, was wir wissen. Und sie brach dann auf. Sie war alleine. Was wollte sie in der Fabrika? Tja, dort gab es vor einiger Zeit Morde. Das haben wir als PVS nicht untersucht, aber ich habe natürlich auch befreundete Abitus-Streitkräfte, die auch in dieser Taverne oder in dieser Kneipe gesessen haben. Nun, und diese Morde wurden untersucht, aber wohl nie aufgeklärt. Das waren eine ganze Menge. Und dann brach der Kontakt zur Fabrika komplett ab. Und dann geschahen auch weitere Morde im Dreckloch. Das ist etwas nördlich von hier. Bestimmte Leute. Die Inquisitoren kamen hierher und wir dachten, dass sie deswegen ermittelt. Wir haben sie dann in Richtung Norden geschickt. Und ungefähr 2 Tage später gab es überall auf den Straßen Rebellen. Menschen, soweit ich das sagen kann. Sie haben uns dann relativ schnell eingeschlossen. Ich konnte auch noch einige Offiziersuniformen an ihnen entdecken. Dann haben wir allerdings die Fenster so weit zugenagelt, dass wir wenig ausmachen konnten. Wieder internes Vox. Sollen wir denn eigentlich sagen, dass das Symbionten sind, oder meint ihr, dass das die verunsichert? Ich glaube, wenn wir es ihnen sagen, dass sie tatsächlich vom Feind infiltriert wurden, könnte es die Moral, die wir vielleicht gerade wieder ein wenig aufgebaut haben, komplett zerstören. Ja, sie müssen ihren Feind nicht kennen, um ihn zu bekämpfen. Ich denke auch, dass es gerade keinen Sinn macht. Es reicht, wenn wir es wissen. Und eine Person weiß es ja definitiv. Ich erinnere an die charmante Hauptmann von der Kathedrale. Also, nur für uns nochmal zusammengefasst, Brüder, irgendwo nördlich von uns wurde die Inquisitorin zuletzt gesehen. Haben wir rausgefunden, was ihr den Empfang stört? Noch nicht. Dazu wollte ich jetzt auch kommen. Es sind ja hier jetzt noch genug Soldaten übrig, oder? Ich habe nicht ganz durchgezählt, vielleicht 250. Nun gut, also wir haben die feindlichen Stellungen erobert und wahrscheinlich alle ausgelöscht, aber bildet kleine Trupps und sucht die jetzt mal gründlich ab
weil irgendwo müssen hier Störsender versteckt sein. Wir werden sie finden, meine Lords. Wir haben euch noch ein paar schwere Waffen mitgebracht. Ich gucke Bruder Wilhelm an. Oder wolltest du die behalten? Nein, nein, nein. Setz sie am besten zusammen ein. Oh, ja, ihr kriegt das schon hin. Ihr habt ja bestimmt schon mal mit so etwas gekämpft, nicht wahr? Selbstverständlich. Wenn er schießen kann, hatte ich es in der Hand. Und dann würde ich euch vorschlagen, die Umgebung abzusuchen, um euch einige Fahrzeuge zu beschaffen und den ein oder anderen Lumpenmarkt aufzusuchen, die Truppen einzusammeln und Richtung Portica vorzurücken. Die PVS-Basis befindet sich noch in unserer Hand und Truppen aus dem Anwesen müssten diese jetzt verstärkt haben und ich denke, sie werden demnächst den Raumhafen erobern. Vielleicht könnt ihr euch dort mit ihnen vereinigen. Sehr wohl. Wenn wir den Störsender gefunden haben, werden wir euch auch direkt darüber informieren. Gebt ihr uns eure Vox-Daten? Das tun wir. Ja, wir werden jetzt nach Norden vorrücken. Ihr solltet unsere Ablenkung nutzen. Sehr wohl. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass wohl die Rebellen, das habe ich von den Lumpenmärkten gehört, Brücken gesprengt haben. Und zwar sämtliche Brücken zum Fabrikadistrikt. Irgendetwas muss dort wohl sitzen. Es sieht aus wie das taktische Zentrum dieser Operation. Die letzte Brücke, die sie zurückgelassen haben und die noch funktioniert, ist die Prometheum-Brücke. Die soll wohl allerdings vermint sein. Danach brach der Kontakt ab. Wir haben wohl eine weitere Einheit dort verloren, die stationiert war. Wir wissen uns mit keinen vorhandenen Brücken auszukennen. Wir werden einen Weg finden. Aber hab Dank für die Informationen. Ich bin mir zwar nicht ganz über die Funktionsweise eurer Servorüstung im Bilde, habe ich doch noch nie in einer gesteckt, aber wenn ihr von der Wasserseite aus eindringen wollt, über den Nordrahmen von Fabrika, dann könntet ihr auch dort einen der Wassereinlässe benutzen, den Meerwasserabfluss. Die Strömung ist zwar etwas höher, aber vielleicht könntet ihr eure taktischen Überlegungen auch in diese Richtung lenken. Oder aber ihr geht direkt von hier aus über die Flüsse. Das ist für uns natürlich nicht möglich. Aber ich habe gehört, ihr habt da die Chimäre. Damit solltet ihr zumindest diese Brücke nicht befahren, denn A wird die gesprengt und danach ist die Chimäre zerstört und die Brücke danach eben auch. Da habt ihr vollkommen recht. Wir werden uns etwas einfallen lassen. Ihr habt eure Befehle. Führt sie nun aus. Der Fußbus fährt immer, Herr Oberstleutnant. Er zieht einmal seine Augenbraue nach oben, nickt die dann zu. Der Fußbus fährt immer. Und es kann gelaufen werden, wo ein Weg ist. Und damit legt er dir noch seine Hand auf die Schulter. Viel Erfolg, Junge. Können wir haben, Herr Oberstleutnant. Ja, damit dirigiert er seine 250 Leute nach und nach draußen. Und ihr könnt dann sehen, wie sie über den Platz ausschwärmen in die verschiedenen Gebäude, von denen ihr aus eben beschossen worden seid. Und sie dann das Ganze untersuchen. Der Oberstleutnant bleibt erstmal stehen und dirigiert seine Leute. Auch wenn es eben viele Offiziere sind, aber wenn ein Oberstleutnant befiehlt, dann laufen auch die. Gut. Fabrika also. Oder meint ihr, es lohnt sich in diesem Drecksloch nochmal nachzuschauen? Räumt mir doch alles, was auch immer sie verstecken oder beschützen wollen, in Fabrika zu legen. Ich habe so das Gefühl, dass Fabrika das Zentrum der Infektion ist. Aber unser Primärziel wohl eher Richtung Dreckloch zu liegen scheint. Was für Informationen hatten wir jetzt nochmal über das Dreckloch, Brüder? Naja, da sollen wohl weitere Morde passiert sein. Die Inquisitorin ist wohl in dessen Richtung ausgerückt. Ansonsten kann ich dem Namen nach nur vermuten, dass es vermutlich der ärmste Teil der Stadt sein wird. Das sind die Informationen, die uns zur Verfügung liegen. Wenn ich mir die Karte so richtig anschaue, Meerwasserabfluss darauf. Meinen können zu erkennen, können wir auch vom Drecksloch aus das Wasser besteigen und diesen
als Eingang nutzen. Zumindest gehe ich nicht davon aus, dass irgendwer damit mitrechnen wird. Ja, wir sollten auf jeden Fall das Primärziel sichern. Ja, nur wo steckt das Primärziel? Das ist die große Frage. Wenn wir die Fabrika angreifen, verpassen wir es vielleicht. Ja, ich würde tatsächlich auch erst empfehlen, uns im Dreckloch umzuschauen. Das Rauschen des Wuchses verstummt. Ja, sehr gut. Dann lasst uns doch gleich mal versuchen, mit der PVS-Basis in Kontakt zu treten. Von unserer Chimäre aus. Morgen, kannst du das mal überprüfen? Natürlich, Milord. Ich eile schon. Und damit gehe ich hinaus und versuche, an der Chimäre Funkkontakt zur PVS-Basis herzustellen. Ja, wenn du in deine Chimäre trittst, dich wieder ankoppelst an die ganzen technischen Gerätschaften, kannst du auch sehen, dass wohl auf sämtlichen Vox-Kanälen mittlerweile der Funkverkehr wieder explodiert, sodass eben jeder jetzt miteinander wieder kommuniziert, eben über die verschiedenen Ebenen hinweg. Und die Funknetze, das ganze Vox-Netz ist wieder erwacht. Und du kannst dann noch sehen, wie eine weitere Nachricht wohl für euch blinkt. Okay, die würde ich gerne mal abspielen. Oder annehmen. Blinken im Sinne von, da ruft jemand an, oder? Genau das. Ah ja, dann nehme ich ab. Ja. Tonagent Worgen. Elshana. Hier ist Elshana. Was gibt es? Unterhalb der in Flammen stehenden Luft schläft der Fürst der Finsternis im Tod. Unterhalb der Flammen stehenden Schlucht schläft der Fürst der Finsternis? Haben wir das mitbekommen? Erst einmal nur die Chimäre. Okay. Speichert die solche Nachrichten? Ja, die Chimäre. Gut, okay. Dann stelle ich mal auf internen Funk. Milords, wir haben eine Nachricht bekommen. Der Funk funktioniert wieder. Aber eine kryptische Nachricht wurde uns zugespielt. Ich spiele sie ab. Genau, ich spiele die Nachricht nochmal ab. Elshana hier. Unterhalb der in Flammen stehenden Luft schläft der Fürst der Finsternis im Tod.